Carsten Peters, wie gesagt, Mitglied im Koordinierungskreis von Attac und seit Anfang Januar Mitarbeiter bei der Bundestagsfraktion Die Linke. Da zuständig als Referent für alles, was Finanzmarktregulierung angeht. Das heutige Thema Umverteilen, Reichtum, Armut ist für mich eher über Attac naheliegend als über die Arbeit, die ich jetzt im Bundestag mache. Das hat damit zu tun, aber Finanzmarktregulierung ist ja nicht so richtig unmittelbar Umverteilungspolitik. Genau, aber zum Thema. Also das Thema ist klar, warum ist es schwer, über Reichtum, über Gleichheit zu sprechen? Wir kennen das alle. Vor 2 Jahren gab es diese große Kampagne vor der Bundestagswahl, getragen von, ich weiß nicht wem alles, Verdi, Attac, vielen NGOs, ich glaube die RLS war auch dabei, eben mit Blick auf die Bundestagswahl der Versuch, eine Vermögenssteuer, die Debatte über die Reichtumsumverteilung, über die ungleiche Verteilung des Reichtums in die Öffentlichkeit zu tragen und das Ganze dann auch bis zur Bundestagswahl zu tragen, um dann nach der Bundestagswahl die welche Regierungskoalition auch immer, auf ihre Aussagen oder Nichtaussagen zu verpflichten, damit dann tatsächlich eine Umverteilung stattfindet. Hat nicht so richtig funktioniert. Es gab eine große Demo, es gab einen sehr großen Kongress hier in Berlin. Die inhaltliche Debatte im Bundestag findet, glaube ich, nicht statt, so wie ich das bislang beobachtet habe. Dem wollen wir versuchen, heute auf den Grund zu gehen. Woran liegt das? Warum kriegen wir das nicht hin? Wo liegt der Hase im Pfeffer? Und dazu 3 beredte Referenten, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Ulrike Herrmann war bis vor, ich weiß nicht genau wann, beim Monitor, ist jetzt seit einigen Jahren... Bin immer schon bei der Taz. Immer schon bei der Taz, ja. Okay. Entschuldigung, dann habe ich falsch recherchiert, das tut mir leid. jedenfalls, Wirtschaftsredakteurin bei der Taz, das wusste ich auch. Vor knapp 2 Jahren hast du das Buch Der Sieg des Kapitals veröffentlicht, glaube ich. Das ist eine mehr oder weniger kulturgeschichtliche, sehr gut zu lesende Aufarbeitung dessen, wie Kapitalismus entstanden ist, wie diese Idee in die Welt kam und warum nicht Johann Römer schon auf die Idee gekommen sind. Georg Gutmann aus Linz, die weiteste Anreise, glaube ich. Vom Marie Yahoda Otto Bauer Institut. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Vielleicht kannst du gleich noch mal kurz erklären, wie dieser Name. Meine andere Elbin wäre das. Genau. Ja? Macht viel zu bei diesem Institut zu der Frage, wie kriegen wir politischen Diskurs gedreht? Welche Hebel, welche Knöpfe muss man drücken und wie packen wir das an? Und schließlich Wolfgang Storz, Soziologe, hat im Zusammenhang mit der Umverteilungskampagne, also im Nachgang nehme ich an, eine Medienanalyse gemacht zur Berichterstattung über die Frage Reichtumsverteilung, Armut in Deutschland, wie wird das in verschiedenen Medien, es waren 4 oder 5 Zeitungen, relativ große Zeitungen in Deutschland, wie wird das diskutiert und führt es zu irgendwas? Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, das Ganze ist ja als Werkstatt geplant. Deswegen ist meine Hoffnung, dass wir ganz, ganz schnell eine wirklich offene Debatte hinkriegen. Ich nehme an, Sie habt ganz viele Fragen, ganz viele Ideen, ganz viele Vorstellungen mitgebracht. Die könnten wir versuchen, dann hier möglichst schnell in die Debatte reinzubringen. Aber zuerst würde ich Sie bitten... Ja? Ein bisschen lauter reden, weil das nicht alles hier ankommt. Okay, ich bemühe mich. Also diese Mikrofone gehen, glaube ich, nur auf die Kamera, das wird nichts helfen. Ach so. Wir müssen trotzdem laut sprechen und ihr müsst es dann abhegeln oder wie auch immer. Ja, bitte. Die Medienanalyse. Ja, schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Die Medienanalyse war im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir haben untersucht von 2008, und wann ist der letzte Reichtumsbericht erschienen? 2012? Von 2008 bis 2012. Und da füge ich zur Differenzierung hinzu, nicht die Berichterstattung, sondern die Kommentierung, ausschließlich die Kommentierung der beiden Berliner Tageszeitungen, Berliner Zeitung und Tagesspiegel und FAZ und Süddeutsche Zeitung. Und wir haben untersucht die komplette Berichterstattung zu diesem Themenbereich, also wir haben so etwa 40, 50 Stichworten gearbeitet, nach denen wir die Texte gesucht haben. Und wir haben die komplette Berichterstattung der Zeit und des Spiegel untersucht. Und ich kann eigentlich das Ergebnis, oder vielleicht für jemand, der nicht intensiv in dem Mediengeschäft drin ist,
Wir haben die Begrenzung bei den Tageszeitungen auf die Kommentierung, war natürlich eine Kapazitäts- und Finanzfrage. Wir hätten gerne auch die komplette Berichterstattung untersucht. Wir sind allerdings davon ausgegangen, dass man bei den klassischen Tageszeitungen sagen kann, die Leute, die kommentieren, sind eher die wichtigeren in der Hierarchie. Die haben zumindest was zu sagen. Kommentare geben auch oft so eine Grundlinie eines Mediums weiter. Also Ausreißer sind das selten, dass jemand eine ganz andere Meinung vertritt als der Tradition des Mediums oder der Ausrichtung, der Grundposition dieser Redaktion, der jeweiligen Redaktion entspricht. Und der letzte Punkt, deshalb sind wir davon ausgegangen und deshalb hat Kommentierung, die Untersuchung von Kommentaren schon was zu sagen. Die Leute, die kommentieren, bestimmen oder spielen ja auch zudem eine wichtige Rolle bei der Frage, über was berichtet diese Zeitung, in welchem Umfang und aus welcher Perspektive. Das Ergebnis kann ich relativ knapp zusammenfassen. Das bezieht sich auch auf die Menge. Das Thema Armut spielt schon durchaus eine gewisse Rolle in all diesen Medien, wobei Armut meistens behandelt und kommentiert oder behandelt wird, indem es zerstückelt ist. Das war ein wichtiger Punkt. Das heißt also jetzt so eine Tendenz, dass man einfach sagt, in Deutschland selbst nimmt Armut generell stark zu. Woran liegt es? Das wird eher gar nicht behandelt, sondern sie haben dann die Zerstückelung in Problemfelder. Also Frauen sind arm, Hartz-IV-Empfänger, sie haben Obdachlose etc. pp. Also das ist ein Befund. Der zweite Befund ist vielleicht, dass das Thema soziale Klüfte, also da driftet etwas auseinander zwischen Arm und Reich. Das wird in gewissem Umfang behandelt, aber immer nur, es wird immer nur aufgerufen in Verbindung mit dem Armutsthema. Das heißt also, wenn das Armutsthema behandelt wird oder kommentiert wird, dann heißt es meistens, und übrigens, es gibt auch viel mehr Reiche und da driftet was auseinander und im Zweifel, wenn das so weitergeht, ist die Demokratie nicht mehr so stabil oder weiß der Kuckuck was. Und der dritte Befund, Reichtum als Thema, ist faktisch nicht existent. Also das heißt, wir haben buchstäblich über diese mehreren Jahre hinweg keine Kommentare gefunden, egal in welchem Medium, wo der Anlass war, Reichtum, egal in welcher Form. Also, dass es, weiß der Kuckuck was, Einkommensreiche gibt oder dass die Vermögen zunehmen oder auch eine Überlegung, was man ja immerhin diskutieren könnte, dass es zunehmend mehr leistungslosen Reichtum gibt, ne? Wenn man Erbengesellschaft oder allein die Einkommen über Dividenden. Das heißt also, dieser Anteil nimmt ja stark zu. Also all diese Themen rund, es gibt ja auch in der Volkswirtschaft die, glaube ich, gut zu begründende These, dass zu viel privater Reichtum volkswirtschaftlich schadet, weil ein hoher Anteil dieses Reichtums möglicherweise in Spekulation geht, aber nicht in sinnvolle Investitionen etc. pp. Also das kann man, also das spielt faktisch, ich überlege gerade nochmal, ob ich irgendwie ein oder zwei Kommentare in Erinnerung habe, also da kann man wirklich sagen, wir haben das ja bei jedem Medium über gut 4 Jahre untersucht, dieses Thema ist nicht existent in der Kommentierung. Was wir, also es war von den Tageszeitungen, war es die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung als überregionale Paarung. Und dann war das der Wunsch der Stiftung, dass man noch die beiden Berliner Tageszeitungen, also die klassischen Regionalzeitungen, Tagesspiegel und die Berliner Zeitung hat. Und dann wurden eben als die, ja, Leitmedien, die Wochenleitmedien der Spiegel und die Zeit untersucht. Ich kann eigentlich vielleicht zum Einstieg, damit lasse ich es bewenden, in den Tageszeitungen ein Nicht-Vorhanden, weil Sie auch gefragt haben oder auch in der Einladung sind ja
schon zwei, drei sehr gute Feststellungen, warum das alles nicht funktioniert oder nicht so funktioniert hat, wie vielleicht sich die Initiatoren der Kampagne Verteilen sich das vorgestellt haben. Also aus der Sicht unserer Befunde kann man sagen, solche Kampagnen finden statt ohne jetzt einen richtigen massenmedialen Unterbau. Wir haben zu der Kampagne selbst, weil die auch in dem Zeitrahmen war, in den wir noch untersucht haben, da hat man dann wirklich vereinzelt eben Kommentare gefunden, die waren meistens negativ, aber das war's. Also das war jetzt auch nicht so, dass diese Kampagne, weil Sie gesagt haben, großer Kongress, Demonstration, das hat sich sicher in Berichterstattung niedergeschlagen, aber wenn ich das richtig in erinnere, wir haben vielleicht im Spiegel einen Text zugefunden und ich kann mich, glaube ich, an zwei Kommentare in der Süddeutschen erinnern, das war's. Also das findet kein oder hat zumindest keinen entsprechenden Resonanz gefunden, die sich vielleicht die Akteure erhofft haben. Ja. Okay, vielen Dank. Reichtum als Thema existiert nicht. Ihr versucht es zu drehen. Wir versuchen das zu drehen, genau aus dieser Analyse, die der Wolfgang jetzt schon vorgebracht hat. Wenn das Thema in den Zeitungen und im öffentlichen medialen Diskurs zu kurz kommt, dann muss man den Leuten die Möglichkeit geben, die ein Interesse an diesem Thema haben, sich dazu eine Meinung zu bilden. Das heißt, Argumente so aufzubereiten, dass jeder und jede sich diese Argumente aneignen kann und dort, wo man halt mit Menschen spricht, also dort, wo es politisch wird, man auch diese Argumente zum Einsatz bringen kann und sich somit ein gewisses Rüstzeug auch aneignen kann, damit man in Debatten, die dann üblicherweise in die Gegenrichtung geführt werden, weil wenn das Thema in den Zeitungen so nicht vorkommt, dann ist auch klar, dass viele Leute viele Argumente darum nicht kennen. Das heißt, man wird Überzeugungsarbeit leisten müssen und für diese Überzeugungsarbeit versuchen wir Argumente aufzubereiten. Jetzt möchte ich noch das Rätsel um den Namen klären, weil der Name macht ja ein bisschen deutlicher, was unser Institut macht. Die Marie Jahoder und den Otto Bauer kennen vielleicht einige von euch, auch wenn da natürlich ein starker Österreich-Bezug dahinter steht. Marie Jahoder ist eine Sozialwissenschaftlerin, die von Ende der 1920er Jahre bis in die späten 1980er Jahre an verschiedenen Universitäten geforscht hat. Ihr zentrales Werk, das auch heute noch referiert wird, heißt Die Arbeitslosen von Marienthal, ist eine Studie, wo die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf Menschen sehr minutiös dargestellt wird. Die Methode war damals revolutionär, mit der die Studie durchgeführt wird. Es gibt auch einen sehr guten Film dazu, den ich hier gerne auch empfehlen möchte. Er heißt Und wieder wurde es Mittag. Was hat die Marie Jahoder jetzt mit dem Otto Bauer zu tun? Der Otto Bauer, einige von Ihnen werden ihn kennen als den Vordenker der Sozialdemokratie in Österreich in der Zwischenkriegszeit, aber auch als den, der zwischen der zweiten und dritten internationale Vermittlung versuchte, also die zweieinhalbte internationale, sagt man auch da manchmal dazu. Und der hatte, so wie es damals in Österreich auch üblich war, in dem Wiener Kreis ein dichtes Umfeld an Wissenschaftlerinnen rund um sich, einen intellektuellen Zirkel, der quasi die Parteiarbeit befruchtet hat, und die Marie Jahoder kam eines Tages auf ihn zu, um mit der Anfrage, was er denn davon hielte, wenn sie ein Forschungsprojekt machen würde, zur Frage, was denn die Leute in ihrer Freizeit machen, also zum Freizeitverhalten. Der Otto Bauer hat sich das angehört und dann gesagt, naja, das drängende Problem der Zeit ist die Arbeitslosigkeit, geht nach Marienthal und schaut euch das dort an. Und somit war der Otto Bauer der Ideengeber für diese Studie und was man daraus für unsere Arbeit ableiten kann und was sozusagen unser Leitsatz ist, wir versuchen, Wissenschaftlerinnen, die das Know-how haben, gesellschaftliche Probleme zu erforschen und daraus abzuleiten, was man denn politisch machen könnte, mit Politikerinnen zusammenzubringen, die auch sehen, wo es brennt in der Gesellschaft, die ein Gespür dafür haben, welche Themen und Fragestellungen in der aktuellen Zeit politisch bearbeitet werden müssen. Also dieser positive Diskurs zwischen Wissenschaft und Politik ist uns ein Anliegen. Wissenschaft, Politik, das Dritte, was in unserer Namensgebung vorkommt, ist Fortschritt. Wir wollen auch den Fortschrittsbegriff insofern neu besetzen, dass wir auch hier dann für ein besseres Leben der Menschen aus diesen Diskussionen und in weiterer Folge aus der Beeinflussung des öffentlichen Diskurses her erreichen wollen. Aus dieser Aufgabe und Zielsetzung heraus ergeben sich dann verschiedene Methoden, wie wir das machen. Zum einen
wie viele andere Think Tanks auch, kurze Zusammenfassungen von spannenden Argumenten. Wir haben vor kurzem auf unserer Website, kann man sich das runterladen, den Piketty die 1000 Seiten auf 20 auf 5 Seiten zusammengefasst, in 7 kompakten Thesen. Wir haben zur Wirtschaftskrise gearbeitet, wo unter der URL die Krise verstehen.net ein systematisches Schaubild zur Wirtschaftskrise durchgeklickt werden kann, damit eben nicht genau das passiert, was Wolfgang gesagt hat, dass nur singulär über Einzelteile eines großen gesellschaftlichen Problems gesprochen wird, sondern dass man in Zusammenhängen argumentieren kann. Wenn man das sich bei der Wirtschaftskrise anschaut, dann wird da oft gesagt, naja, die Staaten sind schuld, dann sind die Ratingagenturen böse und dann haben die Banken was falsch gemacht. Aber wie das Ganze im Zusammenhang aussieht, diese Argumentationen findet man zumindest in Tageszeitungen sehr selten oder gar nicht. Deshalb mit dieser Website zur Wirtschaftskrise ein Projekt, das ich da noch exemplarisch erwähnen wollte, um so etwas wie einen Diskurs, einen Zusammenhang darzustellen und Leuten, die in der Auseinandersetzung oder in Diskussionen, wo auftreten, das auch verwenden können. Wie das verwendet wird, vielleicht als Teaser für nachfolgende Diskussionen. Mir schreiben immer wieder Studierende, die Masterarbeiten schreiben, sie wollen diese Seite verwenden. Mir sagen Lehrer und Lehrerinnen, wir haben auch ein Unterrichtsmaterial dazu gemacht, dass sie das im Unterricht verwenden. Also das sind Anknüpfungspunkte, wo man mit einer derartigen Darstellung von Problemen auch eine gesellschaftliche Wirksamkeit erzeugen kann, indem man versucht, die Inhalte dorthin zu bringen, wo Leute sind, die die auch weitergeben. Das heißt, man lebt natürlich sehr stark von Öffentlichkeitsarbeit und von dem, dass man auch wahrgenommen wird. Und jetzt konkret zum Reichtumsdiskurs. Reichtumsmythen, dieses Projekt wurde angesprochen, das ist eigentlich ein Buch. Ein Buch aus einer Reihe, die ATTAC mit dem Beigewurm, das ist der Beirat für gesellschaftliche, wirtschaftliche und umweltpolitische Alternativen, der seit den frühen 1980er Jahren in Wien aktiv ist. Es sind mehrere Wissenschaftlerinnen immer wieder dabei, Themen aufzubereiten und aufzuarbeiten. In dieser Reihe gibt es Mythen des Sparens, Mythen der Krise und eben jetzt auch Reichtumsmythen. Ja, und wir sind mit dem Organisationskomitee zusammengesessen, haben gesagt, es ist wirklich wertvoll, die Arbeit in den Büchern, aber wir wollen, dass es nicht nur in den Büchern stattfindet, sondern dass das Thema auch angreifbarer wird. Deshalb haben wir dann dieses Buch verdünnt auf eine Website, die man, ich glaube, die Kollegin kann es auch kurz herzeigen, wo man sieht, da sind schon zwei Leute im Gespräch und der Kollege, wir haben immer gesagt, der BWLer, sagt, durch harte Arbeit, Fleiß und Sparsamkeit wird man reich. Das ist ein klassischer Reichtumsmythos, ja? Den sieht man auch, wenn man hier durch Berlin läuft, mir ist das aufgefallen, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, so etwas wie ein Feind von uns, also von mir persönlich auch, weil ich auf der Gegenseite in einem ähnlichen Institut arbeite, plakatiert gerade den Willy Brandt mit dem Slogan Demokratie braucht Leistung. Dann sieht man auch, was diese Auseinandersetzung über Begriffe und Darstellungen alles so mit einem macht und woher der Wind in der Öffentlichkeit. Der Erhard? Also ich habe den Erhard mit dem Slogan gesehen gestern. War nicht Willy Brandt? Willy Brandt auch. Nein, Willy Brandt auch. Brandt sagt das auch. Ja. Und es wird immer auch schlimmer. Nein, aber Sie haben recht, es gibt auch die gleichen Plakate mit Ludwig Erhard. Aber da ist der Spruch, glaube ich, leicht anders. Aber der hängt auch. Zum Beispiel am Friedrichstraße hängt Erhard. Merkel sah ich auch schon. So. Und Bahnhof. Was? Irgendwie, ich glaube, so habe ich Willy Brandt gesehen. Ja, ja, nur wenn wir es überprüfen wollen, ob es auch stimmt, was Sie hier vorne gesagt haben. Man kann auch ganz einfach auf die Website der Initiativen Neue Soziale Marktwirtschaft schauen. Die haben eine sehr professionelle Seite. Die haben wahrscheinlich auch das 20-fache am Budget, über das wir verfügen. Und dementsprechend kann man sich dort auch immer methodisch das eine oder andere abschauen, weil ja, die machen das, muss man ehrlich sagen, nicht schlecht mit entsprechendem Geld. Und wenn man Zeitungen durchsieht, dann haben die auch immer wieder riesige Inseratenketten. Ja, was ist die Antwort auf diesen Mythos? Hier kurz angerissen, das gilt nur für reiche Söhne, für andere wird schwer. Das ist auch eine Aussage, die bei Thomas Piketty zentral vorkommt. Wirklich reich wird man dann, wenn man gute Erbschaften hat und dann noch männlichen Geschlechts ist, dann ist es eigentlich leichter. Und auf dieser Seite kann man dann jeden Mythos anklicken und schauen, was dahinter steckt. Das ist dann zusammengefasst in einem relativ kurzen Text. Die Seite hat dann noch zwei, drei weitere Ebenen, wo man die Auswirkungen von den Mythen in der Gesellschaft
sich anschauen kann. Unter dem Punkt Lösungen sind kurz ein paar Punkte skizziert, was man denn tun könnte, um diese Reichtumsmythen aufzubrechen. Ja, das ist eben der Versuch, so ein Buch so spielerisch aufzubereiten, weil klar ist, nicht jeder und jede liest so ein Buch, aber mit den Mythen ist man öfter konfrontiert und dann braucht es eben auch Orte, wo man darauf reagieren kann. Und wenn es jetzt eine Diskussion im Internet wäre, kann man ganz leicht den Link der Seite drunter posten, ob in einem Zeitungsforum oder auf Facebook, dann hat man da einfach die Möglichkeit, die Argumente vorzubringen und somit auch, ohne dass man selber groß recherchieren muss, die Argumente weiterzutragen. Das ist ein Beispiel für das, wie wir arbeiten und wie wir da versuchen, diesen Diskurs zu beeinflussen. Okay, vielen Dank. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich den vollkommen falschen Ansatz habe. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich eher so ein Texttyp bin und Bilder, okay, das ist hübsch, aber kann ich nicht viel mit anfangen. Sind wir hier in der falschen Runde und reden über die falschen Medien? Und wie kriegen wir es gedreht? Also ja, Ulrike, wie kriegen wir, wo ist der, was ist der Missing Link, um das Ganze in die Printpresse zu bekommen? Ja, überhaupt, die Printpresse. Ja, bevor ich überhaupt anfange, habe ich mal die ganz große Sorge, ich habe schon mal ein traumatisches Erlebnis gehabt, da sind alle weggeschlafen und ich würde sagen, es lag nicht an mir, sondern an dem Sauerstoffmangel. Also ich glaube, wir müssen unbedingt die Tür aufmachen. Das ja, aber die sind ja, da wird es ja sehr laut. Also aber irgendwo muss hier aufgemacht werden. Ich meine, wir können auch nochmal das Fenster aufmachen und ich kann versuchen, dagegen anzuschreien. Das ist mir lieber, als wenn sie alle wegschlafen. Und vielleicht können wir auch Durchzug machen, also beides aufhaben. Oh ja, hier hat schon jemand die Idee, die Flügeltür aufzumachen. Die ist wirklich gut. Ich kann das ja mal versuchen. Ja, genau. Machen Sie mal auf, genau. Ja, also wir probieren das. Ich meine, wenn wir jetzt Durchzug haben, dann können wir ja vielleicht. Und dann der nächste Schritt wäre, den anderen Seminarraum zu zwingen, die Tür zuzumachen. Gut, aber wir versuchen das. Frau Herrmann, dann erkälten wir uns hier schon. Genau, und ich bin schuld. Ja, also die Frage war ja, was macht man mit den Printzeitungen? Also das erste Problem ist natürlich, dass wenn man es in die Zeitung geschafft hat, die von Herrn Storz beschrieben wurden als leitender Redakteur, dann gehört man im Allgemeinen absolut zur Oberschicht. Es ist zwar so, dass viele Akademiker immer die Idee haben, sie selber seien das Prekariat, aber das ist natürlich Quatsch. Also in der Generation der 50-Jährigen haben ungefähr nur 20% studiert. Das heißt, wenn man Akademiker ist, ist man normalerweise schon oberhalb der Mittelschicht. Weil man also der Elite tatsächlich schon sehr nahe ist, beziehungsweise zur Elite gehört, ist die Neigung, in diesen Printmedien jetzt sozusagen Privilegien zu thematisieren oder geradezu kritisch zu thematisieren, nicht besonders groß. So, allerdings muss man ja jetzt sagen, aber ich werde das noch differenzieren. Ne? Ich werde hier nicht die ganze Zeit auf Klassenkampf machen. Und das erste Problem, was ja interessant ist und worauf Herr Hubmann ja auch schon eingeht, ist, dass natürlich unübersehbar ist, dass die Welt der Printmedien ihrem Ende zustrebt. Relevante Medien werden nicht überleben. Nur ein Beispiel. Die Süddeutsche Zeitung hat 2013, also der Verlag, der die Süddeutsche Zeitung besitzt und auch noch andere Zeitungen, aber dieser Verlag hat 2013 17 Millionen Euro Verlust gemacht. Nicht 17, 70. Und Sie haben bei der Präsentation, ja, jetzt wissen Sie, was Sie gleich machen müssen, nämlich auch klatschen. Sie haben bei dieser Präsentation schon gesagt, dass 2014 noch schlechter wird. Es ist aber nicht möglich, 70 Millionen Euro als Zeitungsverlag wieder einzusparen. Sie können die gesamte Redaktion entlassen und Sie machen immer noch Wiese. So, die FAZ hat 2013 10 Millionen Euro Verlust gemacht. Das heißt, auch da, die haben zwar ein großes Stiftungsvermögen, aber auch da kann man zusehen, wie das Eigenkapital schmilzt. Und der Spiegel zum Beispiel hat ausgerechnet, dass wenn Sie so weitermachen wie bisher, in 3 Jahren in der Verlustzone sind. Das heißt, die ganzen Gründe brauchen wir ja jetzt nicht durchgehen, aber was diese Zahlen klar machen, ist, dass das, wie es wir heute noch für normal halten bei den Medien, ist in 5 Jahren garantiert vorbei.
Deswegen sind also solche Initiativen wie von Herrn Hubmann, nämlich gleich aufs Internet zu setzen, aus meiner Sicht schon mal sehr richtig. Also, denn die klassischen Medien werden als Transporteure ausfallen. Denn das Fernsehen wird zwar bleiben, weil es ja auch staatlich finanziert ist, aber dann auch die haben ja das Problem, dass die Leute nicht mehr als Kohorte gucken. Ich meine, zum Beispiel, setzt sich kein Mensch unter 40 noch vor den Fernseher und guckt die Tagesschau. Also falls die Tagesschau überhaupt noch geguckt wird, ganz bestimmt nicht 20 Uhr abends, sondern irgendwann mal im Internet, aber wahrscheinlich gar nicht. Mein Eindruck ist, dass das Einzige, was geguckt wird an Informationsportalen beim klassischen Fernsehen, ist irgendwie nur noch die Anstalt. Und naja, das ist so mit der Eindruck, den ich bei meinen Nichten und Neffen gewinne. Und wie heißt das andere Ding? Heute-Show. Ne, das sind diese zentrale Informationskanäle, wenn man jetzt die klassischen Medien anguckt. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Jugendlichen sich nicht informieren, aber nicht so, wie das früher der Fall war. Also Medienwandel ist rasant. So, jetzt ist natürlich aber egal, welcher Medienwandel oder welche Medien man da anguckt. Zentraler Punkt ist natürlich, wie ticken eigentlich die Konsumenten oder die Leser? Und dazu würde ich auch noch gerne was sagen. Das ist, berührt dann, glaube ich, im Kern, warum die Linke, also um es etwas überspitzt zu sagen, keinen Erfolg hat. Das war ja die Frage, die ich beantworten sollte, nicht? Jetzt ein bisschen freundlicher formuliert, aber im Prinzip. Nein, aber das, also man hat es mit einem Paradox zu tun, das ja zutiefst verstört. Die Mittelschicht verliert. Nicht nur die Unterschicht, da hat natürlich Herr Storz sehr recht, die Unterschicht wird besonders abgehängt, auch besonders diskriminiert, aber das Interessante ist ja, dass auch die Mittelschicht verloren hat. Also wenn man den Median anguckt, also das mittlere Einkommen, dann stellt man ja fest, dass die Mittelschicht 2014 ungefähr da wieder ist, nach einem Tal, wo sie weniger hatte, wo sie 2000 auch schon war. Das heißt, das gesamte Wachstum, das es in dieser Zeit ja gab, ist an der Mittelschicht und natürlich sowieso an der Unterschicht komplett vorbeigegangen. Es ist also jetzt nicht so, dass die Mittelschicht zufrieden sein könnte. Trotzdem, sie waren alle dabei, ist es so, dass die CDU über 40% bekommt. Und wenn man alle bürgerlichen Parteien zusammengerechnet hat, dann hatten die die Mehrheit in der letzten Bundestagswahl. Also die Frage ist, warum wählt die Mittelschicht Parteien, die ständig nur die Reichen begünstigen? Zum Beispiel die großen Steuerreformen, als man den Spitzensteuersatz von 53 auf 42% gesenkt hat, waren ja alle dabei, von den Grünen bis zur CSU. Also offenbar hatten alle Parteien das Gefühl, dass die deutsche Mittelschicht nichts dringender wünscht, als dass die Reichen endlich mal entlastet werden. So, obwohl sie selber nicht profitieren. Und aus meiner Sicht gibt es eben drei Mechanismen, die würde ich jetzt noch gerne kurz vorstellen, damit wir dann darüber auch diskutieren können. Der erste Mechanismus ist vielleicht der wichtigste. Es gibt in Deutschland eine vehemente Verachtung für die Unterschicht. So, deswegen gibt es auch Hartz IV. Und dann kommt eine ganz gefährliche Hydraulik in Gang, die läuft so. Ich habe ja eine Stelle, ich bin nicht arbeitslos, ich bin nicht Unterschicht. Und weil ich nicht unten bin, bin ich schon fast oben. Es gibt übrigens, da wurde ja auch schon angesprochen, der Armuts- und Reichtumsbericht von 2008, da gab es eine sehr interessante Begleitforschung, die ich bis heute super finde. Und zwar gab es da eine Frage an die Deutschen, was stellen Sie sich eigentlich unter Reichtum vor? Das ist ja ein schwammiger Begriff. Und da kam raus, jeder siedelt den Reichtum knapp oberhalb seines eigenen Einkommens an. Also wenn ich 1.500 Euro habe, dann sage ich, reich ist, wer 2.000 Euro im Monat hat. Habe ich 3.500 Euro, sage ich, reich ist, wer 4.500 Euro hat. Und das ist interessanterweise bei den wirklich Reichen auch so. Wenn man 2 Millionen hat, dann sagt man nicht, ich bin reich. Sondern dann sagt man, der Reichtum fängt bei 3 Millionen an. Das heißt, man hat eine Gesellschaft in Deutschland, die ist objektiv eine Klassengesellschaft. Und subjektiv haben alle das Gefühl, sie sind in der Mittelschicht. Auch die Reichen denken, sie sind Mittelschicht. Kurz vor dem Reichtum. So, und das, also, und der erste Punkt ist vehemente Verachtung für die Unterschicht. Zweiter Mechanismus ist, viele in der Mittelschicht haben ja einen Aufstieg erlebt, nämlich einen Bildungsaufstieg. Nicht? Also viele machen zum ersten Mal Abitur, studieren zum ersten Mal und so weiter oder ziehen vom Land in die Stadt. Und die haben dann alle das Gefühl, okay, ich habe jetzt einen super Studienabschluss, jetzt kann ich auch für mich selber ein super Gehalt aushandeln. Völliger Irrtum. Was man daran sehen kann, ist, noch nie war eine Kohorte von Arbeitnehmern so gut ausgebildet wie jetzt. Und trotzdem sinken die Reallöhne.
Da muss man doch irgendwie denken, okay, also eigentlich müsste die Mittelschicht so schlau sein zu begreifen, der Bildungserfolg alleine führt offenbar nicht zu mehr Gehalt. Erstaunlicherweise merkt die Mittelschicht das nicht. So, dritter Mechanismus, auch sehr wichtig, das hat auch Herr Storz schon angesprochen. Man weiß über die Reichen nichts. Nicht? Also er hat gesagt, die kommen in den Medien nicht vor, das stimmt. Und man weiß auch statistisch über sie nichts. Da klaffen immense Lücken in den Daten. Und das ist so, dass Billionen aus der Statistik verschwinden, nicht Milliarden, Billionen. Man weiß nicht, wer sie hat. So, das Ergebnis ist, dass man so erstaunliche Phänomene hat, und damit will ich dann auch schließen, wie die Erbschaftssteuer. Das kam, glaube ich, auch schon vor. Also die Deutschen, da gibt es auch wunderbare Umfragen, sind mehrheitlich gegen die Erbschaftssteuer. Selbst wenn man es so machen würde, wie Sarah Wagenknecht es vorgeschlagen hat, jedenfalls Teile, sozusagen Variante ihres Vorschlags, dass man Freigrenzen von 1 Million macht, die praktisch niemand erreicht. Die Deutschen wären dagegen. Also offiziell ist, also anscheinend ist es so, dass jeder denkt, er gewinnt mal im Lotto. Oder steigt irgendwie auf. Das ist völlig irre. Aber jetzt nochmal, um zu den, das ist dann mein letzter Punkt, um nochmal zu den Medien zurückzukommen. Das ist ja auch, das hat auch viel damit zu tun, wie über Reichtum berichtet wird, wenn denn berichtet wird. Und dazu will ich jetzt mal nicht die Medien nehmen, die Herr Storz untersucht hat, sondern ich nehme jetzt die offiziellen Reichtumsberichterstattungsblätter, Bunte und Gala. Ich meine, zumindest die Frauen hier werden das alle vom Friseur und vom Zahnarzt kennen. Und wenn Sie die mal durchblättern, Bunte und Gala, dann stellen Sie fest, dass die Reichen, die da vorgestellt werden, gehören in 3 Klassen. Klasse 1 ist der europäische Hochadel. Dass der europäische Hochadel reich ist, wundert keinen, das gehört ja zu seiner Berufsbeschreibung, dass er ein Schloss hat. So, das ist also okay. Ne? Das ist so. Der zweite Trupp der Reichen, die da dargestellt werden, sind Leute, die durch eigene Leistung, egal wie man diese Leistung jetzt findet, zu Millionen gekommen sind. Das sind also Schlagerstars, Fußballstars, Rennfahrer. Ich meine, natürlich ist irgendwie aus meiner Sicht Motorsport völlig quatschig, aber keiner würde jetzt bestreiten, dass Michael Schumacher ein guter Rennfahrer war. So, die machen sich da auch breit. Und dann gibt es eine dritte Gruppe. Das sind die scheinbar Reichen. Das sind die Reichtumsdarsteller. Also da will ich zum Beispiel Verena Poth zuzählen. Oder hier Jürgen Drews oder so. Ne? Der hat es irgendwie zu einem Haus in der Nähe von Hamburg gebracht und das ist eigentlich schon alles. Aber das macht nichts. Er guckt durch die, irgendwie als Ex-Schlagerstars durch die Shows und simuliert da Glitzerreichtum. Nur wer nicht vorkommt, das ist ja genau der Punkt, die eigentlich Reichen in Deutschland, die Milliardäre, kommt niemals vor, sondern, oder auch Millionäre, sondern wenn sie mal überhaupt vorkommen, aber dann auch nicht in der Bunten oder Gala, dann nur, weil sie über ihre Stiftung reden. Aber das Privatvermögen ist absolut tabu. Und dann entsteht natürlich auch so ein ganz seltsamer Reichtumsbegriff, also wenn man da die Bunte und die Gala, ein wesentliches Informationsmedium für viele Leute, wenn man das so durchblättert, hat man eben das Gefühl, ja, Reichtum, das sind diese 3 Gruppen und das war es auch schon. Also so viel nochmal zu Reichtum in den Medien. Ne? Wenn Sie mich jetzt fragen, wie man das ändern könnte, dazu habe ich auch viele Ideen, aber erstmal muss ich sagen, pessimistisch gesehen, weiß ich nicht. Naja, wenn es tatsächlich so ist, dass die Anstalt und die Heute-Show die zentralen Informationsmedien sind, also wie da Steuersparmodelle zerpflückt werden, das finde ich schon beeindruckend. Also wenn das die künftige Informationsquelle ist, dann her damit. Herr Storz, Sie wollten aber noch einsetzen. Also ich wollte nur an... Entschuldigung, vielleicht wollen Sie schon mal kurz überlegen, weil wir gleich dann in die Debatte einsteigen wollen, das ist jetzt eine Einladung, schon mal Fragen, Beiträge zu überlegen. Jetzt bitte. Ich wollte nur an einen Punkt, Frau Herrmann, widersprechen. Ich denke einfach, so schnell wird es jetzt mit diesen, egal welchen Medien, also Fernsehen oder Printmedien nicht gehen. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass diese Medien einfach Leute erreichen noch. Die erreichen immer weniger und
im Grundsatz ist Ihre Analyse richtig, aber Sie reichen in hohem Umfang immer noch die Multiplikatoren und die Leute, die sozusagen in Ihrem Umfeld eben dann auch solche Themen überhaupt thematisieren. Mhm. Ich will noch in Ergänzung, vielleicht auch um stärker um dann in die Diskussion zu kommen, einfach noch mal hervorheben, dass Frau Herrmann mit dem Punkt, Reichtum ist unsichtbar und es liegen keine Daten vor oder keine aktuellen Daten, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Medien haben noch nie agiert, auch die anspruchsvollen wie Süddeutsche oder Spiegel, wenn sie zu einem Thema nicht ein wissenschaftliches Backup haben. Das ist ja auch eine der Methoden der Initiative Soziale Marktwirtschaft, dass ein Gutachten nach dem anderen in Auftrag gegeben wird, wo irgendetwas herausgefunden wird und das läuft dann über die Medien. Das heißt also, wenn wir uns jetzt in die Lage versetzen, einer Redaktion, die jetzt aktuell die Zahlen jetzt wieder zur Kenntnis genommen hat, wie Vermögen und Einkommen sich verdichten auf 1% oder 0,1% oder was auch immer, da stoßen die nach meiner Kenntnis auf maximal 3 bis 4 Forscher in ganz Deutschland, die sie überhaupt mal ansprechen können, um mit solchen Leuten ein Interview darüber zu führen. Also dieser Punkt ist für die Medien ganz relevant. Und dann möchte ich noch den, was Sie so völlig zu Recht kurz am Rande gesagt haben, Reichtum verkauft sich positiv in den Medien. Es wird eine Stiftung gegründet, es wird ein Fußball spendiert, es wird ein Sanitätswagen spendiert, egal was, oder ganze Schulen oder eine halbe Hochschule, darüber gibt es Positivberichterstattung. Und ich will noch ein Beispiel nennen, wie aber dieser eigentliche Reichtum sich den Medien entzieht. Die eine Variante ist, Sie können natürlich davon ausgehen, wenn über die recherchiert wird, dass da erstmal Legionen von Rechtsanwälten da sind. Das heißt, sie haben einen enormen Rechercheaufwand. Sie müssen immer hohe Achtsamkeit haben. Was machen sie? Machen sie überhaupt etwas? Ich denke, überhaupt ein Medium nur noch wie der Spiegel, wo aller drohenden Verluste zum Trotz, wo noch relativ viel Ressourcen da sind, können so etwas überhaupt machen. Also ich denke, da gibt es ein Drohpotenzial, das vorhanden ist. Es sind aktuelle Zahlen nicht vorhanden. Es gibt einen viel zu geringen, kritischen, wissenschaftlichen Backup. Also das einfach nur noch in Ergänzung zu den Arbeitsbedingungen, weil natürlich schon die Frage gestellt werden kann, warum ist das so eine Blackbox? Das hat ja Gründe. Und ein Grund ist sicher die Herkunft dieser Journalisten, das haben Sie erwähnt, aber auch andere objektive Arbeitsbedingungen, um das anzusprechen. Und da will ich zum Schluss nur ein Beispiel noch bringen, wie natürlich auch eine Wechselwirkung, jetzt sage ich mal zugespitzt aufgrund der Feigheit der Politik, gar nicht mehr vorhanden ist. Das habe ich mitbekommen über den Workshop von Ihnen, Herr Rilling, vorhin, wo eben die Frage war, Kipping hat mal gefordert, Deckelung der Einkommen. Da gibt es natürlich eine massive Berichterstattung über sowas. Meistens natürlich erstmal negativ. Aber jede Redaktion fragt auch, wie kommt die denn auf diese Schnapsidee? Also das heißt, immer im Rahmen mit einer solchen Diskussion, das lässt sich nicht vermeiden, werden Informationen geliefert und es wird zum Thema gemacht. Jetzt ist in Ihrem Workshop zu Recht die Frage diskutiert worden, warum fordert denn die Linke nicht eine Deckelung der Vermögen bei 200 Millionen Euro? Wenn dies jemand wagen würde, es ist aber hochinteressant, dass dies niemand wagt. Wenn dies jemand wagen würde, der repräsentativ für eine Organisation ist, jetzt eben nicht Humpel und Pumpel, also einer von uns, sondern Vorsitzende Linkspartei, Vorsitzender IG Metall oder weiß der Kuckuck was, dann wäre das natürlich automatisch eine Diskussion. Das heißt, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Medien und Massenmedien von der Taz bis zur Süddeutschen oder was auch immer natürlich ihre erste Aufgabe hat, über das zu berichten, was im politischen Feld abgeht. Und wenn das politische Feld das Thema Reichtum nicht zum Thema macht,
dann muss man sich nur bedingt darüber wundern, wenn es die Medien nicht machen. Man könnte immer sagen, klar, Medien haben die Aufgabe, vierte Gewalt, Kontrolle der Mächtigen und so weiter. War schon immer Wunschtraum. Und wenn das nicht funktioniert, dann findet eben nichts statt. Aber es ist auch jetzt, es geht nicht um Schuldverteilung, sondern die Frage, wo kann man ansetzen, um was in die Gänge zu bringen? Und wenn natürlich so eine Forderung jetzt im öffentlichen Raum wäre, dann könnten Sie alle Register ziehen, dann würden mit Sicherheit auch die Massenmedien einsteigen. Und natürlich der, der das macht, da stimme ich uneingeschränkt zu, der tut gut daran, digital im Netz vorher alles vorzubereiten, mit vielen Daten etc., dass man dann die Debatte, die dann losgetreten wird, tatsächlich auch bestehen kann. Dass man eben schnell auf Gutachten zurückgreifen kann, dass man schnell die echten Stellungnahmen hat, dass man gegen Verfälschungen vorgehen kann etc. pp. Man könnte zum Beispiel den kommenden Armuts- und Reichtumsbericht genau für so eine Vorbereitung nutzen. Da wird es eine ganz kurze Debatte darüber geben. Darauf könnte man politisch reagieren, indem man sagt, ja, versuchen wir es doch mal mit Vermögensregelung. Wäre ja interessant. Weil das ist eines der sicheren politischen Themen, die dann kommen werden. In einem halben Jahr ungefähr. Ich wollte nur eins sagen, weil ich jetzt nicht ständig am Radar habe, wie der politische Diskurs oder der mediale Diskurs über Reichtum in Deutschland geführt wird. Jetzt gibt es ja zu diesen Vermögensdaten eine Studie der Europäischen Zentralbank, die europaweit gemacht worden ist, diese Household and Financial Survey. Und auf Basis von der ist in Österreich sehr wohl ein Diskurs darüber geführt worden, welche Teile der Bevölkerung wie viel besitzen. Die Arbeiterkammer hat eine Vielzahl an Studien und Nachfolgestudien dazu in Auftrag gegeben. Es hat ein, zwei Gründungen gegeben an Universitäten, wo zumindest drittmittelfinanzierte Institute eingerichtet worden sind, die sich explizit mit Vermögensungleichverteilung beschäftigen. Und der politische Diskurs über Millionärsteuer und Erbschaftssteuer ist dadurch auch in Gang gekommen, weil es sind nicht nur Forderungen, die jetzt die Sozialdemokratie in Österreich vertritt, sondern auch die Gewerkschaftsbewegung vertritt. Und jetzt kann man natürlich darüber sagen, warum hilft es dann auch trotzdem nicht, weil, und da sind wir dort bei der Selbsteinschätzung der Mittelschicht, dass sie glaubt, dass die Oberschicht ist, was glaubt denn die Oberschicht, wo sie denn selber wäre? 99% der 10% der Reichsten zählen sich selber noch zur Mitte. Ja, genau. Das heißt, wenn man das aus der umgekehrten Perspektive sieht, dann glauben die Reichen, dass sie gar nicht reich wären. Mhm. Und die, die eigentlich nichts haben im Vergleich dazu, glauben, dass sie reich wären. Ja? Das heißt, natürlich ist es eine positive Vorstellung für eine Gesellschaft, dass wenn man unmittelbar das, was dem eigenen Horizont aufgrund der eigenen Herkunft man sich vorstellen könnte, dass man gern hätte für ein gutes Leben, wenn man sich das leisten könnte, dann würde ich auch sagen, man ist zu einem gewissen Grad reich. Ja, man ist reich an Möglichkeiten, selber zu entscheiden, ob ich auf Urlaub fahre oder jetzt am Abend essen gehen kann. Ja, das ist eine Form von Reichtum. Wenn das die Reichtumsdefinition ist, dann ist das okay. Aber das ist nicht die Reichtumsdefinition, wenn auf der Gegenseite das reichste Prozent der Haushalte mehr besitzt als 90% der restlichen Bevölkerung. Und wir haben diese Daten auch schon aufbereitet und dargestellt. Wir haben so eine Homepage, die heißt verteilung.at, und da gibt es ein interaktives Chart, wo man mit einem Regler die Prozente aufdecken kann der Bevölkerung. Das heißt, da beginnt man bei den ärmsten Prozent der Bevölkerung und fährt dann Stück für Stück nach. Diese Kurve ist einmal bis 20% eigentlich im Minus, weil die Leute bis dorthin nicht einmal ein positives Nettovermögen haben. Und dann verschuldet sind. Ja, verschuldet sind. Und dann beim letzten Prozent passiert ein riesiger Sprung, weil die fast ein Drittel des Vermögens besitzen. Also diese Daten sind vorhanden. Der Diskurs findet auch statt. Ja, es gibt noch mehrere Gründe, die in politischen Details liegen, warum das nicht unmittelbar zur Umsetzung kommt, aber die werden wir vielleicht jetzt auch noch diskutieren.